Hallo liebe Lego-Freunde, ich bin der Austrian-Lego-Fan aus dem schönen Kärnten in Österreich und heute, ich habe wieder den Lamborghini von Lego Technik vor mir stehen. Vielleicht fragt ihr euch jetzt warum, aber wer den Videotitel gelesen hat, der weiß ja worum es geht. Ich habe von der Firma Lelight Go ein Light-Kit zugesendet bekommen und das möchte ich euch jetzt mit diesem Video kurz vorstellen. Das kommt in so einer kleinen Box. Die Shopseite von Lelight Go ist im Übrigen in der Videobeschreibung. Noch einmal vielen Dank an Lelight Go für die Zusendung dieses Rezensionsexemplars. Es gibt da mehrere Versionen von. Es gibt eine klassische Version, die habe ich jetzt hier. Die klassische Version mit Remote Control. Da ist dann so eine Fernbedienung dabei, dass man das fernsteuern kann. Und dann gibt es noch eine Standardversion, die hat noch mehr LEDs mit dabei. Ist bei diesem Auto in den Felgen, am Unterboden. Und das habe ich jetzt hier nicht. Finde ich allerdings auch besser, weil ich weiß nicht, ob das zu dem Auto passt. Ich habe ja da schon einmal vor einiger Zeit von Lelight Go schon einmal so ein Lightkit euch gezeigt bei dem Land Rover. Und da war ja der Unterboden und so auch beleuchtet und da haben ja auch einige von euch geschrieben, dass das gar nicht zum Stil des Autos passt. Da gebe ich euch vollkommen recht. Auch hier finde ich, kann jeder dann selber entscheiden. Ich finde es gut, dass es da zwei verschiedene Versionen von gibt. Wer was haben möchte, kann sich das aussuchen. Und dann gibt es noch eine Standardversion, da ist dann ein Soundbrick noch mit verbaut oder wie das auch immer gelöst ist, das habe ich nicht genau im Detail gesehen, von den Komponenten her. Da kann man dann über die Fernbedienung auch noch Töne abspielen. Wie das Auto gestartet wird, wie die Türen auf und zu knallen oder sonst was. Ist eine nette Spielerei, finde ich allerdings, muss nicht sein. Und das lassen sie sich auch preistechnisch natürlich dann bezahlen. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ist die Standard, also die Klassik-Variante kostet irgendwas bei die 40 Euro. Und diese Komplettversion mit allen Lichtern und Sounddings kostet, glaube ich, nicht 40 Euro, Dollar, Entschuldigung, Dollar. Kostet, glaube ich, 100 Dollar. Und das finde ich dann schon ziemlich heftig. Mein ganz klar, muss man auch so sagen, ich weiß, diese Lightkits sind nicht gerade günstig, weil die Materialien, die da benutzt werden, das kostet jetzt alles nicht so wahnsinnig viel. Allerdings, wer da technisch, elektronisch keinen Schimmer hat, so wie ich zum Beispiel, ich werde mich da nicht selber ransetzen und sowas machen. Wenn man das selber kann, selber zusammenlöten kann und so weiter und so fort, kann man da natürlich viel, viel günstiger dran kommen. Ich kann es nicht, kommt für mich auch nicht in Frage. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Zeit, mich damit auch noch auseinanderzusetzen. Deswegen für diejenigen, die damit keinen Plan haben oder einfach nur schnell und einfach da so ein Lichtset haben wollen, ist das, glaube ich, eine ganz gute Lösung. Was haben wir denn jetzt hier? Wie gesagt, das ist die Box. Ich mache die mal kurz auf. Da ist dann so eine Plastikschachtel drin und da sind nummerierte Beutel drin. Natürlich, ich habe das Set, das Leuchtkit natürlich eingebaut. Teilweise mit Nummern, so wie hier. Vier. Warte, ich werde da mal kurz da umschalten. Ihr seht es hier. Vier. 1, 2, 3, 4, 5 waren es, glaube ich, bei diesem hier. Und dann noch 1, 2 ohne Nummern. Einbau ist eigentlich total problemlos. Jetzt noch einmal doch kurz die Fernbedienung gezeigt. Bei mir funktioniert die Fernbedienung nicht. Da werde ich Lelight Go noch einmal anschreiben. Ich habe keine Ahnung, warum und wieso. Ob der Chip hinten, wo der Infrarotsignal empfangen wird, ob da irgendwas nicht stimmt oder ob die Fernbedienung nicht gepaart ist mit dem Ding. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich finde es allerdings auch ehrlich gesagt gar nicht schlimm, weil die Fernbedienung brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich nehme das mal hinten runter, weil da hinten ist die Batteriebox verbaut. Laut PDF-Anleitung bzw. Video-Anleitung, wenn wir wieder umschalten, da, wird da eigentlich doch so dieser Kabel, der ist auch hier bei mir drinnen mit USB-Stecker und an der Batteriebox dann auch ein USB-Stecker, dass man das zusammenstecken kann. Bei mir war das jetzt nicht der Fall. Bei mir war der Kabel mit dieser kleinen Steckerbuchse direkt an der Batteriebox dran. Ich finde die USB-Variante besser, weil ich könnte dann theoretisch auch über einen USB-Verteiler, wenn ich das irgendwie im Regal stehen habe,
mehrere Fahrzeuge gleichzeitig mit Strom versorgen und bräuchte dann diese Batteriebox nicht. Aber der Kabel ist ja bei mir dabei und ich könnte das jetzt, wenn ich mehrere Modelle, wie zum Beispiel den Land Rover, den ich euch gezeigt habe, nebeneinander stelle, könnte ich das ganz einfach benutzen. Und brauche keine Batterie. Diese Platinenkomponenten, die hier sind, da ist zum Beispiel dieses Hauptplatinenteil, wo alle Kabel zusammenkommen. Da ist auch diese RC-Einheit drauf, die bei mir halt eben jetzt irgendwie nicht funktioniert. Die sind auf der Rückseite Klebestreifen drauf, die kann man also irgendwo da hinten, das ist auch in der PDF oder Videoanleitung erklärt, wo man die hinkleben soll. Habe ich jetzt in dem Fall nicht gemacht, weil ich stehe da jetzt eigentlich nicht so drauf, dass da alles festzupicken. Mit ein bisschen reinstecken geht das auch so, weil ich schiebe das Auto ja nachher nicht mehr hin und her. Damit soll einfach sichergestellt werden, dass hinten auf die Zahnräder die Kabel sich nicht irgendwie verhaken. Beim Original unverbauten Modell ist ja dieses Teil da hinten drin. Das müssen wir halt eben rausnehmen, um Platz für die Batteriebox zu kriegen. Und da ist ein einfacher Ein- und Ausschalter dran, aber da kommen wir gleich zu. Ansonsten werden nur zwei Teile im Vergleich zum originalen Lego-Modell ersetzt. Und zwar hier vorne diese 1x1, die sind jetzt hier klar. Und im Original sind diese schwarzen an der Stelle. Und vorne die Taglichtgrafik von dem Auto. Dieses Drei-Balkenteil ist ja im Original mit diesen weißen Bars konstruiert. Die werden schlicht und ergreifend einfach durch klare Modelle mit LEDs drinnen ausgetauscht. Der Einbau von dem Ganzen ist total problemlos und einfach. Natürlich ein bisschen Fingerspitzengefühl braucht man schon. Das ist für mich immer ein bisschen schwierig, weil ich habe relativ große Finger. Und was definitiv helfen kann, ist so eine Pinzette. Weil die Kabel muss man ja doch hier und da durch enge Zwischenräume durchschieben. Und mit der Pinzette kann ich die dann einfach ergreifen und so. Würde ich euch empfehlen. Die ist jetzt aus so einem kleinen Werkzeugset mit Mikro-Bits und so weiter. Für, wenn man auch Elektrogeräte auseinanderbauen will oder sonst was. Das habe ich mir mal für ein paar Euro irgendwo gekauft. Habe ich aber schon oft benutzt. Ist ziemlich praktisch. Dann werden die Gitterkabel von, da ist vorne ein Verteiler drin, die 6 Bars werden an einem zusammengeführt. Das liegt hier unter dem Koffer, mal nochmal umschalten, den wir hier rausnehmen können. Da sieht man das jetzt, glaube ich, wenn wir da das Licht reinkriegen. Genau, und von da geht ein Kabel dann weg. Und dieser Kabel wird am Unterboden des Fahrzeugs geführt. Der ist jetzt bei mir jetzt nicht wirklich stramm, das kann man natürlich noch verändern. Und geht dann hinten wieder durch so ein Technikloch rein. Und kommt dann hier hinten hoch. Und dann sind hinten noch in den Rückleuchten, da ist hier was losgegangen beim Tragen. Die Rückleuchten werden die LEDs einfach nur reingeführt. Und dann haben wir noch im Auspuff 2 LEDs und die dritte Bremsleuchte. So, jetzt werden wir das noch einmal kurz abnehmen, weil das locker ist. Das zipft mich jetzt ein bisschen an, ehrlich gesagt. So, und da ist es schon wieder fest. Abbauen müssen wir dabei hinten nur den Heckspoiler, aber der ist eh nur mit 2 Technikpins. Und diese Teile hier, die sind auch leicht reingesteckt. Ist alles kein Problem, also man braucht nicht das halbe Auto auseinanderzunehmen, um da dran zu kommen. So, dann schalten wir doch mal ein, würde ich sagen. So. Man kann, glaube ich, obwohl jetzt noch das Licht eingeschaltet ist, das doch ziemlich gut sehen, würde ich sagen. Innenraumbeleuchtung haben wir. Das ist übrigens das Einzige, was ich tatsächlich unter der Decke festgeklebt habe, weil sonst wäre das ja nicht gehalten. Obwohl ich das jetzt eigentlich normalerweise nicht so wirklich mag. Und die Rückansicht. So, dann werden wir jetzt nochmal kurz das Licht ausschalten. Dann sieht man das, glaube ich, noch besser. Und ich finde, vorne die Taglichtgrafik vom originalen Auto wird damit ziemlich gut getroffen. Und es macht, glaube ich, dann auch einen ziemlich guten Eindruck, wenn das im Regal steht
Und wenn man dann vielleicht jetzt nicht gerade mit Scheinwerfer den Raum ausgeleuchtet hat. Ich finde diese Leuchtkits für gewisse Sachen echt geil. Vor allen Dingen für solche Autos und auch Modelle. Es gibt ja von D-Light Go für so ziemlich alles Beleuchtungskits. Es gibt ja auch für Technikmodelle, für den Bugatti Chiron, für den Mustang, für die Ducati gibt es sogar was. Und auch für die Gebäude, wie zum Beispiel das Hogwarts-Schloss oder sonst was, das gibt es ja alles. Der Aufwand zum Einbauen ist natürlich mehr oder weniger unterschiedlich, je nachdem, was es für ein Modell ist. Ich denke, bei den Technikmodellen ist es noch eher am einfachsten, weil wir überall irgendwo Löcher haben, wo wir es durchschieben können. Ich habe ja mal das erste Lightkit, was ich euch gezeigt habe, war von dem Mustang und da habe ich geflucht, weil da musst du die Kabel teilweise in den normalen Bricks verlegen, damit es vernünftig ausschaut. Das war nicht so meins. Aber das hier fand ich jetzt gut. Das hat mir echt Spaß gemacht beim Einbauen und das Ergebnis finde ich schon gut aus. Noch einmal zur Erwähnung, die Shop-Seite von D-Light Go ist in der Beschreibung. Falls ihr da irgendwas für euch interessiert, schaut es dann mal vorbei. So, ach übrigens, der eine oder andere hat es vielleicht gesehen, die Farbunterschiede sind bei mir immer noch da. Ich muss jetzt da mal bei Lego noch einmal nachfragen, was jetzt da ist. Es ist jetzt ja fast 2 Monate her, dass ich mit denen gesprochen habe. Bis jetzt habe ich keine Rückmeldung erhalten. Werde ich noch einmal nachfragen, was jetzt Sache ist, weil ich möchte dann doch ganz gern die Teile haben. Ich habe schon in den Kommentaren beim anderen Video gesehen, dass ein paar Leute die Ersatzteile ja wohl schon bekommen haben. Und dann ist dem, glaube ich, nichts mehr entgegenzusetzen. Ich bin jetzt gespannt, wenn am 1. August das Set tatsächlich auf den Markt kommt. Ich stehe ja auch in Kontakt mit einem Händler und bin dann auch mal gespannt, ob sie das Problem jetzt auch großflächig quasi im Griff haben. Bin ich echt neugierig. So, jetzt habe ich wieder genug gesabbelt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Euer Austin Lego Fan. Danke fürs Zuschauen. Ciao.